Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Mid-Year Book Freakout Buchtag für euch. Das ist ein Buchtag, der momentan mal wieder zur Mitte des Jahres durch die Decke geht und wo recht viele Leute teilnehmen. Ich habe ihn auch beispielsweise letztes Jahr gemacht und dadurch hat man irgendwie immer einen ganz guten Vergleich, weil die Fragen sich ja nicht ändern. Das sind nämlich 13 Fragen rund um das bisherige Lesejahr. Ich habe lange überlegt, ob ich euch auch noch sowas wie Statistiken mit reinstellen soll in diesen Tag. Im Tag selber ist es nicht mit drin. Ich sag nur ganz kurz, dass es wirklich bisher ein richtig, richtig gutes Lesejahr war und ich 72 Bücher im ersten Halbjahr gelesen habe, was für mich richtig viel ist und mit 31.419 Seiten bis zu diesem Zeitpunkt ist es auch nicht weniger, als ich sonst gelesen habe. Also es ist auch wirklich eine recht hohe Seitenzahl pro Buch und auch Seitenzahl pro Tag, die ich so lese, so um die 170 im Schnitt. Das ist schon nicht zu verachten, muss ich sagen. Und da bin ich super stolz auf mich. Ihr selber wisst ja auch, dass es jetzt nicht wahnsinnig viel an meinem Sub bisher geändert hat. Zumindest leider nicht an meinem haptischen Sub. Aber ich arbeite dran und hatte ja auch schon angekündigt, dass im zweiten Halbjahr relativ wenig Neuzugänge hoffentlich zu mir stoßen, was so Bücher angeht. Und ich deswegen hoffentlich was abbauen kann noch. Also mal ein bisschen in die Puschen komme. Und ich arbeite auch weiterhin daran, dass ich quasi Hörbücher höre und somit Bücher vom Sub befreie. Das jetzt aber wirklich nur als mini kleiner Einblick in meine bisherigen Statistiken zum Buchlesen im ersten Halbjahr. Kommen wir zum Mid-Year-Book-Freakout-Buchtag. Die Fragen habe ich irgendwann mal übersetzt. Erste Frage lautet, das beste Buch, das du 2024 bislang gelesen hast. Das ist natürlich ein Brett. Und zwar fand ich richtig gut das Irrationale Vorkommnis der Liebe von Ellie Hazelwood. Ich habe diese Autorin neu entdeckt für mich sozusagen dieses Jahr, hatte vorher noch gar nichts von ihr gelesen, bin ich der Meinung, und alles dieses Jahr gelesen. Und irgendwann kommt es einem dann auch zu viel vor. Aber das war das zweite Buch, was ich von ihr gelesen habe und das fand ich nochmal besser als das allererste, was ich gelesen hatte. Und dementsprechend, ja, es hat für mich irgendwie alles gestimmt. Es ist halt eine Rom-Com mit Erotikanteil, es ist witzig, es ist romantisch, es ist ein bisschen durchgedreht. Ja, ich mochte es sehr, sehr gerne. Da geht es um eine Neurowissenschaftlerin und die hat auch noch so eine kleine geheime Identität, weil sie auf Twitter, glaube ich, sowas wie, was würde Marie Curie tun, als Handle irgendwie hat und da aufdeckt, wie Frauen in Neurowissenschaften oder allgemein in Naturwissenschaften halt manchmal auch schlecht behandelt werden, auch von Männern. Und wie sie da so runtergeputzt werden und so nach dem Motto, was würde Marie Curie tun, da gibt sie dann so ein paar Ratschläge sozusagen. Ja, und sie muss dann mit einem Partner zusammenarbeiten, von dem sie denkt, dass es schon seit langem ihr Erzfeind ist. Und die beiden sind einfach richtig niedlich miteinander. Also natürlich ist es so ein bisschen Enemies to Lovers, wobei man da auch wirklich mit Anführungsstrichen arbeiten muss, weil könnte ja auch alles Missverständnis sein, so nach dem Motto. Also es ist jetzt nicht wirklich ernsthaft Enemy. Aber so oder so, es war einfach richtig süß. Ich fand das Ende total schön und ja, es ließ sich einfach richtig, richtig gut und es war witzig und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und weil es so schwierig war, sich für das beste Buch, das du 2024 bislang gelesen hast, was auszudenken, habe ich mich sehr gefreut, dass die zweite Frage lautet, der beste Nachfolgeband, den du bislang 2024 gelesen hast. Denn das war bei mir Die Galaxie und das Licht darin von Becky Chambers aus der Wayfarer-Reihe. Und ich muss sagen, das ist so richtig lange noch im Gedächtnis geblieben. Also jeder einzelne dieser cozy Sci-Fi-Romane spielt mit unterschiedlichen Leuten an unterschiedlichen Plätzen im Universum. Man lernt immer wieder mehr Spezies quasi kennen und deren Geflogenheiten. Und in diesem Buch ist es so, dass eben, ich glaube, 5 oder 6 Personen quasi stranden, und zwar an so einem billigen Galaxie-Motel, wenn man so möchte. Ja, die sind quasi an so einem Knotenpunkt, wo, wie so eine Hauptverkehrsstraße, wenn man so möchte, im Universum. Und ja, dort ist eben, wie gesagt, so ein billiges Motel, was aber super liebevoll geführt wird von der Inhaberin und die hat auch noch einen Sohn. Die stranden da, weil irgendwas, weiß ich nicht, Unfall, keine Ahnung, irgendwas funktioniert nicht mehr mit dieser Universumsautobahn, sag ich jetzt mal. Und deswegen kommen sie alle nicht weiter. Und sie verbringen dann eben ja wie so ein Mini-Lockdown gemeinsam und lernen sich gegenseitig kennen. Und es kommt auch zu Streit, aber auch zu Versöhnung. Und es ist alles so heimelig irgendwie. Ich fand es richtig, richtig toll. Und ja, wie gesagt, ich habe auch irgendwie noch super lange drüber nachgedacht. Oder es ist mir so voll im Kopf geblieben in irgendeiner Art und Weise. Das ist einfach ein richtig, richtig schönes Buch über das Zusammenstoßen von ganz verschiedenen Persönlichkeiten war. Das fand ich richtig gut. Und ich würde sagen, man kann die absolut in jedweder Reihenfolge lesen. Nichtsdestotrotz
gibt's schon auch Personen, die manchmal dann, was weiß ich, in Band 1 vorkamen und jetzt in Band 4 beispielsweise am Rande vorkamen. Hier beispielsweise der Kapitän aus der Wayfarer ist halt der Freund von einer derjenigen, die gestrandet ist. Ich habe es in der richtigen Reihenfolge gelesen, aber man muss das nicht machen. Es sind eigentlich unabhängige Geschichten voneinander. Frage Nummer 3. Eine Neuerscheinung, die du gerne lesen möchtest, aber noch nicht gelesen hast. Das wäre bei mir Fate of the Witch Queen, verschollene Magie von Verena Bachmann. Das ist der dritte Band aus dieser Reihe. Ich fand den ersten richtig, richtig gut. Der zweite hat leider für mich sehr geschwächelt. Aber deswegen bin ich umso gespannter auf den dritten Band und hoffe, 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 dass der mir wieder richtig gut gefällt. Dort geht es um eine Hexe, die im ersten Band einen Mordfall oder ein, ja, mehr oder weniger ein Massaker aufklären musste, dessen sie fälschlicherweise beschuldigt wurde. Also sie musste quasi den Fall aufrollen, damit die Schuldfrage von ihren Schultern genommen wurde. Und dabei hat sie dann Unterstützung bekommen von dem Anführer der Drachen, Caniff. Und es kam, wie es kommen musste, so nach dem Motto, es ist also Romantasy und die beiden haben sich dann auch ineinander verliebt. Aber das ging mit sehr, sehr viel Geplänkel und auch wieder so Rom-Com-Vibes einher. Also es war wirklich ja wie eine romantische Komödie, weil die beiden sich die ganze Zeit irgendwie gekabbelt haben. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Da war auch ein guter Schuss Erotik mit dabei. Und jetzt beim dritten bin ich mal sehr, sehr gespannt, worum es da so geht und was da auf uns zukommt, weil es ist tatsächlich immer ja locker leicht und wie gesagt, durch diese Kabbeleien einfach macht das richtig viel Spaß. Frage Nummer 4, die heiß ersehnteste Neuerscheinung im zweiten Halbjahr 2024. Das ist so halb geschummelt, was ich jetzt hier sage. Denn bei mir kommt das Buch erst im Oktober an, aber ich bin der Meinung, es ist schon Ende Juni erschienen. Die Rede ist von The Ballad of Never After von Stephanie Garber. Das ist der zweite Band, der nach Once Upon a Broken Heart kommt. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich den ersten Band richtig, richtig gut fand und der kommt auch später nochmal vor in diesem Tag. Einfach eine sehr fantasy-lastige Welt, also richtig so märchenhaft und irgendwie süß und aber gleichzeitig bedrohlich. Ja, wie ein Märchen halt wirklich. Wo es auch um bedrohliche Gottheiten geht und eine Protagonistin, die versucht, einen davon zu zähmen, beziehungsweise einen Pakt mit eben einer dieser Gottheiten eingegangen ist und das geht nicht gut aus. Gleichzeitig findet sie den aber sehr, sehr attraktiv und die beiden kabbeln sich auch sehr viel. Also das ist so ein bisschen mein Thema dieses Jahr, glaube ich. Da bin ich super gespannt, wie die Geschichte weitergeht, weil es war, wie gesagt, super magisch im ersten Band und ich hätte am liebsten direkt weitergelesen, aber leider, ja, ist es wie gesagt erst Ende Juni insgesamt erschienen und dadurch, dass es eine Sammelbestellung bei der Bücherbüchse ist, für eine sehr schöne Sonderausgabe, ja, da sammeln wir immer verschiedene Bücher, bis wir auf 100 € Versandwert kommen, damit das gratis ist und dann dauert es entsprechend so lange, wie das letzte Buch, was erscheint, braucht. Also es wird in einem Schwung logischerweise verschickt und das ist dann bei mir eben Anfang Oktober leider erst. Frage Nummer 5, die größte Enttäuschung. Da muss ich sagen, das war für mich dieses Jahr die Emily Seymour-Reihe von Jennifer Alice Jager. Ich hatte mir so, so viel davon erhofft. Ich habe wirklich gedacht, das ist irgendwie die neue Kerstin Gier, die irgendwie, ich weiß auch nicht, also vielleicht so ein bisschen Sherlock-Vibes. Ich dachte, das wäre viel mehr in Richtung einen Fall aufklären und das war einfach nur sehr, sehr viel Rumgerenne ohne Kopf und Verstand. Ja, also es geht um eine Nekromantin oder eine, die in einer Familie von Nekromanten aufgewachsen ist und angeblich selber keine Kräfte hat, aber dann bei einem Ritual geht was schief und jemand stirbt, nämlich der Sohn der verfeindeten Nekromantenfamilie. Und ja, die Protagonistin kommt aus ihrer Haut nicht raus, ist eigentlich eine richtig gute und belebt ihn dann quasi wieder durch ein Ritual, was ihr Großvater mal praktiziert hat und ist dadurch aber auch an ihn gebunden. Das heißt, wenn ihm was weh tut, tut ihr was weh und so weiter. Und er ist aber auch quasi weisungsgebunden dann an sie. Also wenn sie ihm was befiehlt, dann macht er das auch. Genau, also sie sind quasi durch einen Fluch oder Zauberspruch miteinander verbunden. Da passiert noch ganz schön viel mehr grundsätzlich, aber es war einfach für mich zu viel Aktionismus und ich hatte sehr, sehr viele Hä-Momente, wo ich gedacht habe, das ist gerade richtig unlogisch. Ich verstehe gerade nicht, warum, wieso, weshalb die Protagonisten und auch die Nebencharaktere, die da auch vielfältig waren, jetzt gerade so handeln, wie sie handeln und warum das für sie Sinn macht, ehrlicherweise. Und das fand ich super schade, weil ich habe gedacht, ach toll, das ist jetzt irgendwie das nächste Rubinrot. Ja, war es aber leider nicht, weil es hatte auch ein bisschen einen Zeitreiseaspekt und so weiter. Aber nein, das war leider gar nichts für mich. Schade. Frage Nummer 6, die größte Überraschung. Das war für mich die Inspektor Gamache-Reihe von Louise Penny, beziehungsweise den ersten Band Tief in den roten Wäldern, den ich im ersten Halbjahr 2024 gelesen habe und ich muss sagen, also ich habe es schon viel gehört von unter anderem einem Podcast, dem ich jetzt seit so 2 Jahren oder so folge. In dem Podcast kommt das halt super häufig vor und die haben sogar so Sonderepisoden, wo sie wirklich
in die Tiefe gehen und alles mögliche analysieren und Kontext geben, und das ist richtig gut aufbereitet. Ich habe dann nachher, nachdem ich den Band 1 dann auch gelesen habe, weil es ist voller Spoiler, dann auch den Podcast dazu gehört, fand das auch richtig gut, wie sie damit das Revue passieren lassen haben und wie sie das alles aufbereitet haben und so. Und das Buch selber ist auch richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, als ich es gelesen habe, fand ich es gut bis okay, aber irgendwie hat das noch so voll die Sogwirkung im Nachhinein entfaltet. Also ich habe super Lust, diese Reihe jetzt weiterzulesen, die wahnsinnig viele Bände hat. Es geht dort um einen Inspektor, eben den Inspektor Gamache, der halt in Mordfällen ermittelt, soweit so normal. Und das Ganze passiert aber alles in so einem kleinen Städtchen in Kanada, und das heißt Three Pines. Mittlerweile wurde das auch schon verfilmt, und ja, was soll ich sagen? Also im ersten Band geht es darum, dass eine Frau durch einen Jagdpfeil, so einen ganz altertümlichen Jagdpfeil, getötet wird, und er halt ja zwischen so bockigen Teenagern und so eine Art Found Family, in der diese Frau eben, ja, die hatte halt super viele Freunde, die ihr auch gut getan haben und mit denen sie ganz, ganz viel Zeit verbracht hat. In diesen beiden Kreisen quasi recherchiert er und guckt, wer es gewesen sein könnte, denn es ist relativ schnell ausgeschlossen, dass das jemand gewesen sein könnte, der auf der Jagd dort war und das aus Versehen irgendwie passiert ist. Und es tun sich so einige Abgründe auf in diesem heilen Dorf- oder Stadtleben. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie die Reihe weitergeht und was da noch für Fälle sind und wie viele Tote es in einer kleinen Stadt in Kanada geben kann. Bin ich super gespannt drauf. Wie gesagt, es hat irgendwie nachgehallt. Es war, während ich es gelesen habe, war so voll der Slowburn. Also man, ne, ist alles ganz langsam erzählt worden. Es gab zwar auch noch einen großen Showdown zum Ende hin, aber insgesamt war das eigentlich recht langsam erzählt. Und trotzdem hat es mir richtig gut gefallen. Die Charaktere waren einfach auch richtig gut gezeichnet. Alleine so diese Freunde von ihr, von der Toten. Toll, wie unterschiedlich die waren. Und dann ging es noch um die Kunstszene und dies, das, jenes. Und es war halt einfach ein großes, großes Fragezeichen. So, was könnte jetzt ein Motiv gewesen sein, dass diese Frau jetzt sterben musste? Und ich bin auf die Auflösung auch nicht gekommen. Ich glaube auch, das konnte man gar nicht so richtig. Aber ja, ich fand es richtig gut und muss sagen, das halt irgendwie noch so ein bisschen nach. Frage Nummer 7. Dein liebster neuer Autor, Debüt oder für dich neu? Da muss ich die beiden Frauen vom Anfang nennen, nämlich einmal Ellie Hazelwood und Becky Chambers. Bei Ellie Hazelwood bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, man muss ein bisschen Zeit zwischen den Büchern vergehen lassen, damit man alle gut findet, weil es ist cool geschrieben, es ist immer witzig, es ist romantisch, aber die Sexszenen sagen mir nicht zu, ehrlich gesagt. Und es folgt auch ziemlich viel einem Schema F. Es sind immer irgendwie erfolgreiche, wortkarge Alpha-Männer, die da, in die sich die Protagonistin verliebt, und sie ist meistens so ein bisschen schusselig und irgendwie witzig und noch voll verplant und ganz jung und so. Also, na, ganz jung jetzt nicht, aber halt irgendwie so noch am Anfang und noch nicht so selbstbewusst vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch. Und das ist, hat immer so ein bisschen so dieses Kindchenschema irgendwie. Und das stößt mir schon so ein bisschen auf. Und ich glaube, wenn man mehrere Bücher von ihr recht schnell hintereinander wegliest, wie ich es getan habe im Anfang des Jahres, dann kriegt man es schnell über. Aber jetzt so langsam wäre ich schon wieder an einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt könnte ich mal wieder was von ihr lesen. Auch wenn das dann wieder nach Schema F ablaufen würde. Ich glaube, ich hätte trotzdem eine gute Zeit. Es wäre gut geschrieben, es wäre witzig und ja, unterhaltsam. Und Becky Chambers wiederum hat für mich ein ganz großes Potenzial. Also ich fand die Art und Weise, wie alle vier Wayfarer-Bücher geschrieben waren, war richtig gut. Also sie hat einfach so eine Art und Weise, dass man ganz nah an die Charaktere rankommt und die für einen richtig lebendig werden und auch unterschiedlich sind. Und das finde ich eine ganz große Stärke. Und selbst bei diesen cozy Sci-Fi-Büchern, wo eigentlich nichts passiert ist, da ist wirklich, es ist nichts passiert, und trotzdem bin ich voll dran geblieben, weil ich es gut fand. Es war einfach gut geschrieben und interessante Geschichten. Und das muss man auch erstmal schaffen, ehrlicherweise. Travis Baldry hat das zum Beispiel für mich nicht geschafft. Mit Magie und Milchschaum. Also, das fand ich mega langweilig. Und wenn man das schafft, dann frage ich mich, wie es sein könnte, wenn sie sogar Geschichten vielleicht mal schreibt, die ein bisschen mehr Handlung haben, wenn man so möchte. Und ein bisschen mehr Action haben. Also, da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Die fand ich richtig, richtig gut, die Bücher. Frage Nummer 8. Dein neuester fiktionaler Schwarm. Das wäre Jack Marshall aus Love Game von Lynn Painter. Das war ein Rezensionsexemplar. Und das hatte ich als Hörbuch gehört. Ach, das war auch ein richtig, richtig gutes Buch, muss ich sagen. Also das rankt relativ hoch. Ich habe es jetzt bisher noch nicht erwähnt, aber es ist echt gut. Weil das auch wieder so eine romantische Komödie war. Da geht es um zwei Protagonisten, die einen One-Night-Stand miteinander hatten. Und dann aber hinterher merken, oh nee, eigentlich möchte ich jetzt gerne was Festes haben. Und sie bleiben in Kontakt und machen quasi so einen kleinen Wettbewerb auf und sagen, ja, wer zuerst vernünftig unter der Haube ist, der kriegt ja in dem einen Fall irgendwie einen signierten Baseball, in dem anderen Fall eine Paris-Reise, bin ich der Meinung. Somit bleiben sie während ihrer Irrungen und Wirrungen auf dem Datingmarkt miteinander in Kontakt. Und das ist so ein bisschen eher Friends to Lovers, weil
die beiden sich halt über irrwitzige Dates mit anderen Menschen austauschen und irgendwann dann aber merken, irgendwie macht mich das gerade ein bisschen eifersüchtig, dass derjenige oder diejenige mit wem anders Zeit verbringt. Er war auch richtig, richtig süß und deswegen, das ist so ein bisschen mein neuer Crush. Ich mag es ja sowieso super gerne, Friends to Lovers zu lesen. Und die beiden hatten auch tolle Schlagabtäusche, irgendwie eine witzige Chemie zwischen sich und ja, gleichzeitig auch eine große Anziehung füreinander. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Frage Nummer 9, deine neueste Lieblingsfigur. Da musste ich direkt an Kizzy aus der Wayfarers-Reihe von Becky Chambers denken. Das ist so eine ganz flippige junge Frau, die halt Mechatronikerin oder Mechanikerin ist auf dem Wayfarer-Schiff. Und die sprudelt so über, die ist so richtig willkommen heißend und einfach richtig nett. So, und deswegen, ja, da muss ich direkt dran denken. Da habe ich richtig mein Herz dran verloren an die. Man erfährt dann auch noch ein bisschen was über sie im Laufe der ganzen Reihe. Und ja, sie ist auch in einer brenzligen Situation, sorgt sie wirklich dafür, dass alle überleben. Und das war schon richtig gut geschrieben, auch wie sie dann gesagt hat, so, wenn ich das jetzt hier nicht mache und packe, dann werden nicht nur wir sterben, sondern viele andere Menschen auch. Und das hat sie richtig, richtig gut gemacht und das, obwohl sie eigentlich immer sonst sehr, ja, so locker leicht und fluffig daherkam, aber man hat gemerkt, der hat auch richtig was auf dem Kasten und ja, der hat mir richtig gut gefallen. Frage Nummer 10, ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Das war für mich Funny Story von Emily Henry, das ist ein Rezensionsexemplar gewesen und das habe ich gehört und habe gedacht, oh Gott, wie schlimm. Da geht es nämlich um eine Frau, die schon verlobt ist und die dann von ihrem Verlobten für seine beste Freundin verlassen wird und ja, sie hat alles für ihn aufgegeben. Sie ist extra zu ihm hingezogen. Sie hat vor Ort eigentlich keine eigenen Freunde und steht dann richtig vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Und das hat mich ziemlich mitgenommen, muss ich sagen. Einfach allein diese Vorstellung, dass du halt schon so weit ja fortgeschritten warst in der Beziehung sozusagen. Und dann sagt er auf einmal so, nö, komm. Und ich glaube, das Bittere für sie ist auch gewesen, dass sie so gar nicht geahnt hat, dass seine beste Freundin da irgendwie doch eine romantische Rolle für ihn spielt. Und die Art und Weise, wie er sich ihr gegenüber verhalten hat und was er so gesagt hat, fand ich einfach auch, das hat mich richtig wütend gemacht. Und deswegen, ich meine, sie kriegt ein Happy End. Also es ist schon so, dass sie dann ja auszieht aus dem gemeinsamen Haus tatsächlich sogar. Und dann wegen dem angespannten Wohnungsmarkt und weil sie auch nicht so eine gute finanzielle Situation hat, zieht sie tatsächlich zu dem Verlassenen der Freundin. Also mit anderen Worten, die beiden betrogenen Partner tun sich zusammen zu einer WG und vielleicht auch zu mehr. Aber das war wirklich eine für mich sehr nahegehende Story, die ja sich um eine Trennung dreht, aber auch um ganz viel mehr, unter anderem auch um einen sehr abwesenden Vater, der halt auch eigentlich mit der Protagonistin umspringt. Das macht einen wütend, aber auch irgendwo traurig, weil man denkt, oh Gott, das arme Kind und die arme Frau, die sie jetzt geworden ist, dass irgendwie in dem Fall gerade die Männer in ihrem Leben so verletzend mit ihr umgehen. Und dementsprechend, ja, fand ich das sehr traurig. Frage Nummer 11. Ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Habe ich erst neulich beendet, und zwar Sommerzauber von Katharina Herzog. Auch das war ein Rezensionsexemplar. Und es war der letzte Band einer vierteiligen Reihe rund um ein kleines fiktionales Bücherdorf, wo es auf wenige Einwohner ganz, ganz viele Buchläden und Buchveranstaltungen und Antiquariate und sowas gibt. Und dort werden halt unterschiedliche Geschichten erzählt von Personen, die sich verlieben. Und ich muss sagen, ich fand Band 3 am schwächsten. Und war dann zum einen total erfreut, dass dann Band 4 dann mir doch wieder mehr zugesagt hat. Und das war auch wirklich so ein richtiges, also A, nach Hause kommen und B, auch so abschließen von dieser Reihe. Es war sehr, sehr schön geschrieben. Viele Fäden sind verknüpft worden. Nicht zu kitschig. Endlich mal auch eine etwas ältere Protagonistin. Also das hat mich richtig glücklich gemacht, das Buch. Das war so in sich komplett rund, wenn man so möchte. Für sich und auch für die Reihe. Frage Nummer 12. Das schönste Buch, das dieses Jahr bei dir eingezogen ist. Ich weiß nicht, ob es geschummelt ist, weil ich ehrlicherweise nicht mehr weiß, wann genau es bei mir eingezogen ist. Aber Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber ist einfach so wunderschön in der Schmuckausgabe von der Bücherbüchse. Ich kann nicht mehr. Es ist einfach richtig, richtig hübsch. Es hat einen der schönsten Farbschnitte, die ich je gesehen habe. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Buntglasfenster in der Kirche quasi, was total zur Story passt. Und dort ist eine Frau abgebildet und auch ein Fuchs unten, ich stehe sowieso auf Füchse, also es sieht wirklich richtig schön aus. Das Cover finde ich auch sehr, sehr schön tatsächlich. Ist auch ein bisschen abstrakter, ist jetzt nicht so mit irgendwie Figuren drauf oder so. Ja, das ist für mich einfach momentan das schönste Buch, glaube ich, was bei mir im Regal steht. Und dann war es auch noch inhaltlich echt gut. Yes. Frage Nummer 13. Welche Bücher musst oder möchtest du bis Ende des Jahres gelesen haben? Schnallt euch an. Das sind ein paar. Was ich unbedingt gerne weiterlesen möchte, ist das eben erwähnte Once Upon a Broken Heart, beziehungsweise die Reihe. Das erste Buch habe ich ja, wie gesagt, schon gelesen.
The Ballad of Never After habe ich auch schon erzählt, dass ich das gerne sofort lesen wollen würde und dass es erst im Oktober voraussichtlich einzieht. Und dann gibt es noch ein drittes Buch davon. Und ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, das auch über die Bücherei auszuleihen, obwohl da die Wartelisten teilweise recht lang sind und das, glaube ich, auch nur auf Englisch da ist. Aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt und ob ich ja hoffentlich vom zweiten und dritten Band genauso begeistert bin. Und dann würde ich das sehr, sehr gerne bis Ende des Jahres die Reihe komplett lesen, wenn es irgendwie geht. Was ich auch sehr gerne lesen möchte noch dieses Jahr ist Let's Be Free von Nicole Böhm und Annabelle Steel. Das ist eine Reihe, wo ich die ersten beiden Bücher zwar auf dem Sub hatte, aber als Hörbücher gehört habe. Und da geht es für mich auch darum, die Reihe abzuschließen sozusagen. Und es ist immer noch nicht in der Bücherei-App erschienen. Also ich muss mal gucken, ob die das noch einkaufen sozusagen oder ob ich das mal bei Audible für ein Guthaben kaufen möchte. Weil jetzt, wo ich es als Hörbuch angefangen habe, die Reihe, möchte ich es irgendwie auch als Hörbuch beenden. Und ja, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Ist jetzt nicht so ganz komplett meine Welt, aber ja, möchte ich sehr, sehr gerne lesen. Selbes gilt für die Food Universe-Reihe von Marie Gashoff. Die habe ich auch begonnen dieses Jahr und die hat mir ein bisschen weniger gut gefallen als die Let's Be Free-Reihe oder Let's Be Wild heißt die, glaube ich, die Reihe. Ist ja auch egal, wegen dem ersten Buch. Aber trotzdem würde ich ganz gerne wissen, wie es weitergeht und wie sich die entwickelt. Ich habe auch tatsächlich den dritten Band der Food Universe-Reihe habe ich noch hier auf dem Sub. Und den vierten Band habe ich vorbestellt. Das heißt, ich werde die auf jeden Fall bekommen. Das sind, glaube ich, Chest of Fandoms-Ausgaben. Und ich habe auch die ersten beiden Bücher als Hörbuch gehört, könnte mir das auch weiterhin vorstellen. Aber tatsächlich gibt es das, soweit ich das überblickt habe, nicht in der Bücherei zum Ausleihen. Und ja, da muss ich mal gucken, ob ich die als Bücher lese, ob ich die als Hörbücher höre und wie, wann, wo. Aber das würde ich eigentlich ganz gerne für mich quasi als Reihe abschließen dieses Jahr. Dann habe ich im August vor, ganz viele Piratenbücher zu lesen. Und ich würde auch sehr, sehr gerne noch meine zwei Bücher von der 12-4-2024-Liste und von der Subseniorenliste lesen. Das sind zum Beispiel Fluch der sieben Seelen von Adeline Grace, Die Gilde der Schatten von Nicole Gostek, Spanish Love Deception von Elena Armas und Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco. Plus noch diverse Piratenbücher, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde, die aber ja auf einem Regal bei Goodreads bei mir zu sehen sind. Und ich werde dann ja auch davon berichten im August-Lesemonat, was es denn konkret geworden ist. Ich habe etliche, die ich zur Auswahl habe, aber mal gucken, zu was ich dann wirklich greife und wozu es vielleicht auch noch eine Leserunde gibt oder so. Dann habe ich letztes Jahr begonnen, die Red Rising-Reihe. Die habe ich eigentlich bei meinen Lesevorhaben und Band 1 hat mir leider gar nicht gut gefallen. Deswegen, ich habe aber hier die super tollen Schmuckausgaben und sollte darin zumindest mal den Band 2 irgendwie weiterlesen, damit ich weiß, ob ich die Reihe abbreche und dann entsprechend weiterverkaufen kann. Oder ob ich sage, nee, das catcht mich jetzt doch total und jetzt finde ich es gut. Kann ja auch passieren. Die ist von Pierce Brown, habe ich gar nicht gesagt. Die Red Rising Reihe von Pierce Brown. Dann hatte ich erwähnt, dass ich von Ellie Hazelwood mal wieder auf was könnte. Ich habe hier vor Ort noch Bride und Check and Mate von ihr. Und Love Theoretically sollte diesen Monat sogar noch zu mir stoßen. Hätte ich mal wieder Bock drauf. Und da hätte ich auch, glaube ich, alles von ihr gelesen, was sie bisher auf Deutsch rausgebracht hat. Das ist noch was anderes auf Englisch, glaube ich, jetzt schon erschienen. Not in Love heißt das. Und ich glaube, das weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt, wann das genau in Deutschland rauskommt. Aber sind ja auch noch mit drei Büchern genug andere von ihr, die ich dann eben bisher noch nicht gelesen habe. Dann habe ich hier als super wunderschöne Ausgaben die Dreamland Billionaires-Reihe von Lauren Asher. Ist sehr gehypt, soll sehr gut sein, würde ich super gerne auch noch lesen dieses Jahr. Was mich außerdem von meinem Hörbuch-Sub anlächelt, schon seit längerem, ist die Young Sherlock Holmes-Reihe von Andrew Lane. Da habe ich zwei zumindest auf meinem Hörbuch-Sub. Ich glaube, es gibt noch mehr, aber zur Not müsste ich dann nochmal nachkaufen. Und bei der Outlander-Reihe von Diana Gabaldon würde ich gerne weiterlesen. Das wäre jetzt das nächste Buch, Das Schwärmen von 1000 Bienen. Und das war es dann erstmal mit den auf Deutsch erschienenen Büchern. Und ich glaube, es gibt noch ein 10. Buch, also das ist, glaube ich, Band 9. Gibt es, glaube ich, noch irgendwann ein 10. Buch, aber das ist, glaube ich, auf Englisch noch nicht mal erschienen. Was mich außerdem vom Hörbuch-Sub sehr anlächelt, ist Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Ich habe schon ewig nichts mehr von ihm gelesen, finde auch viele seiner Bücher leider nicht so toll, weil da Plottwist auf Plottwist auf Plottwist kommt. Aber Der Heimweg hört sich super düster an und wie etwas, was mir gut gefallen könnte und wo es vielleicht auch gar nicht so viele Plottwists geben müsste. Ich bin gespannt. Und relativ neu auf den Hörbuch-Sub gehüpft ist Eine Frage der Chemie von Bonnie Gamus? Ich weiß nicht genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Aber das hörte sich auch sehr gut an. Und zwar ja auch so ein bisschen nach so einer feministischen Geschichte, wo dann eine Chemikerin, ich glaube, keinen Job kriegt und dann in einer TV-Sendung anfängt zu kochen. Und das Ganze aber irgendwo immer mit so chemischen Bezügen quasi auf die Beine stellt. Wahrscheinlich kennt jeder und sein Hund irgendwie dieses Hörbuch bereits oder dieses Buch bereits. Ich habe es noch nicht gelesen oder gehört und hätte da richtig, richtig Lust drauf tatsächlich.
Kennt ihr eins der erwähnten Bücher und stimmt ihr mir zu? Welche Antworten hättet ihr denn so auf diese Fragen gegeben? Wer auch Lust hat, mitzumachen, fühle sich bitte getaggt oder ja, schreibe mir einfach einen Kommentar auf meiner Website bücherreich.net. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das war der Mid-Year Book Freakout Buchdeck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.